Ich habe erstmal hier den letzten Ausflipper-Stream vor Weihnachten. Mal schauen, wann ich schaffe, den hochzuladen. Wer kriegt da Weihnachten nicht und ist heute Nacht noch irgendwann wahrscheinlich am ehesten. Muss nach dem Stream noch schnell. Könnte knapp werden. Ja. Nicht dann im neuen Jahr wahrscheinlich. Aber das spielen wir erstmal. Renovieren wir noch ein paar Häuser kaputt. Mal schauen, was heute so auf der Liste steht. Ja, Halloween kommt, ich weiß. Das Spiel ist auf dem neuesten Stand. Werbung für Halloween DLC. Sehr passend. Sah die Bude am Anfang aus, bevor wir es umgestaltet haben. So, unser Büro. Ja. Da haben wir sie jetzt. Motivationsspruch So. Was haben wir hier heute noch? Zweites Bad nötig, Badezimmer und Werkstatt ausstreichen. Mit dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von der Renovierung habe. Ich auch nicht, aber was soll es. Sauna- und Ausbauhaus, Lasertag im Bunker und Unterkunft für einen Gamer. Ja, das für einen Gamer wollten wir heute machen. Das wollten wir heute annehmen. Betreff Unterkunft für einen Gamer. Hallo. Ich habe ein Haus von meiner Großmutter geerbt und meine Frau ist im siebten Himmel. Sie liebt diesen klassischen Oma-Stil. Ich liebe ihn zwar weniger, aber was soll's. Man muss das Haus ein bisschen aufräumen und einige Möbel auswechseln und ein Stück Wand zwischen Wohnzimmer und Küche entfernen. Wir haben beschlossen, dass sie oben herrschen wird und dass ich mir den Keller herrichten werde. Was sonst? Ich hätte so gern ein tolles Spielzimmer. Wäre prima, wenn du es mir ausstatten könntest. Du weißt schon, so tipptopp. Ein Mega-PC, Monitor und ein bequemes Sofa. Ich zähle auf dich. Danke, Toni. Woher erkennt man in der Mail, dass der Betreffende keine Ahnung von dem hat, was er schreibt. Irgendwas sagt er, das klingt nach Handy-Gamer. Der braucht kein PC-Zimmer. Das ist ein Handy-Gamer. Irgendwas in dem Text. Ja, ich weiß ja nicht, ob die das so. Also, sie liebt den klassischen Oma-Stil. Ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden ist, dass er unten im Keller eine. Darf auch nur im Keller. Es ist okay. Ich bin mal gespannt, was wir da machen sollen. Im Detail. Gut, schauen wir mal. Wahrscheinlich erstmal aufräumen. Oder auch nicht. Okay, hier sollen wir erstmal um was Putze aufräumen. Umgestalten soll man nichts, das passt alles. Okay, erstmal putzen. Mit dem Mob über die Küchenplatte. Was sonst? Verschmutzung reinigen. Das zugestellt ist die Verschmutzung anziehen.
Ändern Sie die Anordnung der Räume, das geht. Zerstöre die Wände. Was ist denn mit Wändezerstörung? Randale. So, zack. Na komm. Hier oben noch. Okay, jetzt haben wir einen Durchbruch gemacht. Wir sind wohl jetzt fertig. Die Gegenstände verkaufen. Die Couch ist dann doch zu sehr oma-lastig. Und einfach ausgesessen. Okay, ein Fernseher. Hier die Couch stehen soll, würde ich hier drüben empfehlen. Sekunde, Sekunde. Ich werde mal hier. Ich schätze mal, die Bilder sollen bleiben, aber. Ich werde die mal ein bisschen umplatzieren. Oma hat keinen Fernseher geguckt, deswegen waren die Bilder da gut. Die hat Bilder geguckt. Ich habe auf dem Sofa gesessen und Bilder geguckt. Ja, wahrscheinlich nicht, so weit konnte sie nicht gucken. Das ist zu. Können die dann nochmal richtig rücken? So. Da muss dann noch ein bisschen der Tisch. Also der Fernseher, der kommt mal hier hin. So, das Sofa. Das passt doch von der Farbe her. Muss die Lampe aber mal weg. Der Tisch wahrscheinlich noch ein bisschen nach vorne. So. Der Tisch kommt dann hier ran. Die Lampe muss hier auch noch rein. Da doch noch hin. Sehr schön. Okay, jetzt Couch verkaufen. Das Bett. Ja, das war wirklich sehr altmodisch. Ui, ein gutes Bett. Also hier passt es doch hin.
würde ich aber noch ein bisschen zur Wand verschieben. Sehr schön. Hier geht's raus? Ne, hier ist das Klo. Gibt's nichts zu machen, bin ich ganz dankbar für. Im Keller gibt's einiges zu tun. Hier sind wir rein, hier haben wir die Küche erzeugt. Ah, hier gibt's einen Keller, hier geht's raus. Gibt's nichts zu tun. Au. Ich werde mal eine Tour drumherum machen. Guck mal, ob hier noch irgendwas. Kann ich mir ein Blümchen mitnehmen? In das Fenster einsteigen. So, dann ab in den Zucker, genau. Ach du Scheiße. So, mehr aufgeräumt. Verschmutzung reinigen. Den schwarzen Schimmel von der Decke wegwischen. Ah ja, auf der Minimap wird es einem angezeigt. Er ist jetzt oder ist oder schon immer. So, Müll aufräumen. So, Müll muss weg. Irgendwo steht hier noch Müll. Ach hier, du bist Müll. Das Regal muss weg. Ach, die Regale. Und das hier muss nicht weg. Schade. Sieht so scheiße aus. Ich muss sauber machen. Ich nehme mal ein bisschen. Und vor allem grau. Okay. Ist ja seine Bude. Graue Wände. Ja. Wenn es wie im Knast aussehen soll. War wahrscheinlich die Vorlage der Frau. Kriegst dein Gaming-Zimmer, aber dann soll es aussehen wie Knast. Und es soll doch bei mir sein. Das hört sich schlecht gehen da unten. Die Mail war schon so komisch formuliert. Das wird passen. Es wirkt irgendwie bedrückend, oder? Also grau-blau, das ist so ein bisschen. Merkt er auch, das ist so ein bisschen. Das ist ganz dunkles, schwärzliches Blau. Wird gleich viel dunkler der Raum. Wie achten sie? Achso, die Wand muss noch. Ich
dachte, ich soll jetzt noch dick schwarz malen. Passt auf die Bohnen fließen, wenn ich noch schärfer. Okay, Bohnen fließen. Das Mahagoni. Das ist Mahagoni. Och, obwohl war das, ja, und nicht das Tollste, aber geht, kann man machen. Na, Huguni ist wahrscheinlich scheiß teuer. So. Ja, zumindest der Boden sieht doch gleich. Hat ein bisschen was von einem Museum, aber naja. Gegenstand kaufen. Schreibtisch-Ecke des Künstlers, der sich hier. So siehst du aus. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie er aussieht, aber. Die passt sehr gut mit der Steckdose unterm Tisch und hier noch eine Steckdose. Genau richtig. Gamingstuhl. Knallorange. Ich glaube, blau steht, blau oder grau. Ich glaube, das steht auf grau. Schön graue Wand. So, Game PC. Schönen Regenbogen. Ich glaube, der Typ steht auf blau. Der PC kommt. Schön unter dem Tisch. Montierbarer Monitor. Mit schön passend roten Beinen. Ah, so rotierbar. Verstehe. Ist praktisch. Ah, noch einen zweiten. Zweiter Bildschirm passend, immer sehr schön. Habe ich leider keinen, habe ich nicht den Glück, den zweiten zu haben, aber ich nutze meinen Laptop als zweiten Bildschirm. Hier für Programmierer. Hochkant. Tastatur. Der Maus. Etwas größer ist die Tastatur. Warum auch nicht? Couch. Oh. Okay. Wach. Nee. Hier ist ein blauer Couch. Hier muss hier im Hintergrund. Hören wir das mal erstmal zur Seite.
im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite. Nach hinten. So. Ein Lämpchen. Jetzt kommt die Decke. Licht in einem Gaming-Zimmer. Naja, ich weiß ja nicht. Noch mehr Licht in dem Gaming-Zimmer. Ja, wie gesagt, Handyspieler. Handy-Gamer. Genau so. Zwei Controller. Ah, okay. Ich weiß, was er damit vorhat, aber ob das klappen wird, ich weiß nicht. Okay, vielleicht können wir die Couch so hinschieben, dass sie hier steht, dass man da. Schrank durfte nicht verkaufen. Wir können den Schrank irgendwo hier woanders hinstellen. Die Couch natürlich so hier. Wenn man da zocken will. Wie das Couchmöbel. So, Lautsprecher. Lautsprecher. Zweiten Lautsprecher. Also die funktioniert, ich glaube in die Richtung funktionieren so. Etwas veraltete. Riesige Boxen. Noch mehr Boxen. Okay.
mit gutem Sound. Stellen wir die ja hier rauf und die da runter. Oder so. Leicht übertrieben. Ich meine, gutes Sound beim Zocken ist schon geil, schon wichtig. Und da reicht auch, da reichen auch, glaube ich, zwei. Sprecher reichen zwei. Und sie kommt auf den Boden. Jetzt wird's. Tun wir noch irgendwas. Ein Deko stehen. Ein Weihungsgeschenk. Guck mal hier, ein Arsch mit Ohren. Nee, das ist ein Tutan, so das darstellen. Sehr gut. Kommt hier schon in die Ecke. Der Schrank muss doch irgendwo hin. Der kommt jetzt hier hin. Ja. Dann war es fertig. Die Gaming Keller. Das war ja wenig beeindruckend. Hätte ich mir fast mehr gewünscht. Prozent? Ja. Ein schneller Auftrag. Gut. Machen wir jetzt noch Lasertag im Bunker. Hey, in dem alten Bunker wollten meine Freunde und ich ein Lasertag-Center eröffnen. Es gibt jedoch ein Problem, das wir gefunden haben. Wir können das nicht lösen. Hilfe uns, all das Zeug loszuwerden. Naja, bis auf ein paar Dinge vielleicht, die zur Ausstattung der Arenen verwendet werden können. Militärkisten und Fässer sollen dafür perfekt sein. Es ist eine große Aufgabe, aber vielleicht findest du ja jene Dinge, die dir helfen, es gut umzusetzen. Und verbrenn dich nicht. Gruß, Alex. Am Leser oder was? Ui. Das sieht spannend aus. Eine Bunkeranlage. Gut, hier ist ja auch Lasertag im Bunker. Oh ja. Benutze Werkzeug Flammenwerfer. Oha. Du hast den Flammenwerfer freigeschaltet. Oh ja. Das hätte man nicht machen sollen. Man hätte mir keinen Flammenwerfer geben sollen. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Tool freigeschaltet. Von nun an kannst du alles in deiner Reichweite verbrennen. Oh Gott, das war jetzt. Das, oh Gott, nein. Das war ein Fehler.
Sei doch vorsichtig, denn neben dem Müll verbrennt der Flammenwerfer auch alle wertvollen Gegenstände, sogar Gras. Hm? Ja, das tut er. Die einzige Einschränkung ist, die Kraftstoffanzeige auf der linken Seite des Zylinders sichtbar ist. Wenn der Kraftstoff ausgeht, leuchtet die Anzeige rot. Ein weiterer Zylinder ist im Geschäft erhältlich. Oh je. Yeah. Nein, Zwergi. Nein, keine Bäume anzünden. Kein Waldbrand verursachen. In dem Gebiet voller Bäume. Oh, das war ein Fehler. Das war so ein Fehler. Hättest du dich nicht freischalten sollen. Nimm die Schaufel, ich kann das nicht weg. Ich kann das nicht verbrennen. Skandal. Du Schaufeln, was eigentlich immer hin? Berg hinter uns, ja, wir bauen einen Berg hinter uns auf. Von vor nach hinten. Sieht schon mal wenigstens so, als ob wir das irgendwie mal beiseite ins Gras schaffen würden. Haben den Flammenwerfer jetzt für immer freigeschaltet? Können wir den auch bei den Häusern nutzen, die wir herrichten sollen? Können wir die auch in unserem Büro benutzen? Ich hoffe nein. Das geht nicht gut aus. Mit den Flammenwerfer überall jetzt benutzen dürfen. Das kann man natürlich auch so. Oh, hier ist weiter was zum Schaufeln. Aber Müll zum Aufräumen ist ja blöd. Wir werden die Plastikmüll einfach. Weg mit dir. Treibstoff ist leer. Das Licht steht da im Container. Können wir jetzt auch sehr gut gegen Kandelaken nutzen. Schutz muss weg. So.
hier weg. Oh, haben weggeschafft. Liegt noch irgendwo Müll rum. Was? Wo ist Müll? Sehe hier nur Gas und Büsche, die brennen müssen. Noch nicht. Mülltonne vernichtet. Oh je. Du willst noch mehr. Wo ist hier noch Müll, den ich übersehen habe? Okay, reinigen wir mal die Verschmutzungen. Das Graffiti. Rasenmähen sollen wir hier nicht. Zu flicken kann man hier immer kaum erkennen. Ein strahlend Sonnenlicht. Sind die Spinnnetze damit auch mit dazu? Ja, nicht. Ja. Hier gibt es nichts mehr zu reinigen. Ja. Geh mal rein, hier ist noch mehr Chaos. Jetzt haben wir gemacht. Schmutzung. Ja. Okay, liegt's hinter. Hier muss noch irgendwo einen Fleck geben. Ach ja. Und die Fertigkeitspunkte. Aha, du siehst die Mehrheit auf der. Aha. Verschmutzung. Was für eine Sicherung.
steckt wieder drin. Okay, mir fremden. Okay. Das ist kein Müll. Ah ja. Ist noch kein Fleck. So ein dummes Schaben. Shira Smart Estisches Holz. Im Lasertech-Bunker. Ich weiß noch nicht ganz, was das werden soll, aber... Okay, vielleicht an den Tisch hier. Soll hier gegessen werden? I'm stuck. So ungefähr. Okay. In den Sofa. Okay. Warum zwei hier?
Schreibtischholz. Freie Schreibtische. Tja, ein Fernseher. Zwei Sünder. Maschinengewehre. Weiß nicht, ob das für so eine gute Idee hatte. Sieht sehr legitim aus. Grünlampen. Vier Stück. Da gibt es verdammtes Chaos. Eine Toilette. Oh Gott. Bevor wir die Toilette starten, mache ich eine kurze Toilettenpause. 5 Stunden Pause. Danach geht's weiter. Bleibt dran. Bis gleich.
So, weiter geht's. Klo. Inzwischen Nacht geworden. Und Licht gibt's hier nicht. Okay, das ist ein Spinnennetz. Und wir haben das Tor verbrannt. Passend. Ich hoffe, das sollte so. Oh, der Flammenwerfer, der wird uns noch so viel. Ich hoffe, damit können wir dann nicht. Wir sind dann ziemlich fähig, Wände damit runterzubrennen. Sonst steht gleich ein Haus in Flammen. Erstmal reinpissen, nachdem es installiert wurde. Es hat aber Abstand zur Wand, wie. Egal. Stopf. So, ran hier. Ich glaube, da ist ein bisschen was ausgelaufen. Ah, eine Bunkerlampe müssen wir noch kaufen. Eine muss noch. Eine Decke kann sie nicht. Okay, wie wär's mit hier? Ein bisschen Licht anmachen. Ah ja. Ich glaube, das war nicht so geplant hier mit den Tischen. Ich glaube, die sollen da nur zum. Die neben dran stehen zum Studio. Wozu dann die. Wozu die Stühle? Sieht's aus wie beim Drogendealer. Beim Donnen, ja. In der Residenz. Stellen wir hier mal lieber hin, dann kommen wir hier. So war es, glaube ich, eher gedacht, dass man sich hier die Waffen holen kann. Kommt man die auch hinlegen? Aber so passen die da nicht drauf. Okay. Die stören dann eher hier so hin. Als Wartebereich. Und warten, wenn man darauf warten muss, dass man dran ist. Aus dem nächsten Raum schließe ich nämlich, dass das hier schon losgehen soll.
könnte das hier schon, und dann hier sowas wie ein Vorbereitungsraum, wo man sich seine Waffe raussuchen kann und dann hier kann man nochmal auf Klo gehen vorher, falls man angespannt ist. Hier können die Anmeldungsunterlagen ausgefüllt werden. Das ist doch schick. Ist hier noch zwei Stunden irgendwo? Einer kann hier noch Platz am Tisch haben. Können die Waffen untersucht werden? Ja. Gerade mal keine Screenshots. Geht's weiter, räum den Müll auf. Den Schutt wegräumen. Jetzt Schaufel. Schade, dass wir den nicht verbrennen können. Die Kisten sollen stehen, die Fässer sollen stehen bleiben. Die kann man sich gut hinter verstecken. Schutz muss weg. Schon. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Gibt's denn mal ein Schaufel-Upgrade? Ich weiß nicht, ob das überhaupt existiert. Ich kann mal gucken. Nee, Schaufel haben wir nicht, aber wir können hier bei Hammern was vergessen verbessern. Hier schnelleres Abreißen können wir mal machen, um Zelt zu sparen. Verschmutzung reinigen. Sieht man hier leider nicht von dem ganzen. Ah ja, zum Glück auf der Map sichtbar. Kisten wollte ich aber ein bisschen umstellen. Würde ich hier noch so eine Barrikade mitten im Raum stellen, damit man sich hier so ein bisschen mehr bisschen besser in Deckung gehen kann.
Ungefähr so. Schon Barrikade auf. Na, sag mal. Das muss doch gehen. Weit hinein. Sie war schon zu instabil. Ich werde einen Raum reinmachen, aber was? Nehmen wir hier noch ein Fass, ja. Kann man erst Deckung haben. Hier fast schon durchgucken und dann steht der fast im Weg, aber was soll es? Noch eins, wohinter man sich verstecken kann. Zielhilfe. Muss man hier doch im Weg stellen, irgendwie so ein bisschen, dass man da dann vorbei kann noch, aber keine Barrikade zum Dahinterhocken. Jedes Mal sieht das hier. Da muss hier Platz sein, dass man da durch kann. Hier hat man so eine kleine Basis. Ist echt gar nicht schlecht. Das aber noch einen Schritt nach hinten. Thank you.
machen wir ordentlich. Schade, dass es hier keinen Duckenmodus gibt. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man hier reinkommt. Hier kann man sich noch ein bisschen ablehnen. So ein bisschen hier vielleicht durchschieren und dann hier Deckung nehmen. Hier kann man auch nochmal Deckung nehmen. Hier und dann in der Gegnerdeckung nehmen. Hier auch nochmal. Jo. Nur was aufbauen. Durch die Wand hier schon eigentlich einiges gemacht wurde. Ist fast ein bisschen unfair hier. Bauen wir hier noch was auf. Ein kleines Kistchen. So, genau so. Das reicht doch, ich muss hinter zu gucken. Hier muss noch was gemacht werden, reinigen. Guck mal, ich guck gerade mehr auf die Minimap. Oh je. Hier ist noch einiges. Ich meine, ein bisschen Schmutz kann ja hier auch sein, aber wir wollen es selbst für die Kunden. Plastik verbrennen. Umweltverschmutzung. Jupp. Ein paar Verschmutzungen.
den ganzen Eifer hier alles richtig zu positionieren. Darf man die Verschmutzung nicht vergessen. Und das renovieren. Okay. Hier auch wieder einen Weg sterben, so ein bisschen. Lagerkisten. Hier vielleicht noch verstärkend. Barrieren errichten. Fantastisch. Jetzt haben wir solche Fässer entsorgen müssen. Dann wäre der Flammenwerfer gut gewesen, aber hier das meiste kann man eigentlich auch. Nein, ist eigentlich so entfernt. Da braucht man den Flammenwerfer nicht für. Aber nett. Trotzdem nette Sache. Nur noch viel Unheil mit anstellen. Kommt man fast nicht mehr durch. Sie werden ein bisschen nach links verrutschen. Junge, ich bin erkältet. Die Nase ist zu. Mal zu, mal läuft so. Das ist echt cool so hier. Das, hier die Junge gibt die Kiste, fand ich gerade sehr schön. Nehmen wir es nochmal hin. Okay, schade.
mich so umgekippt. Das rettet mich dann doch jetzt. Kann die Physik irgendwie ein bisschen kriegen. Muss eigentlich nur das hier wegnehmen. Kiste drehen, hier schräg drauflegen. Mal kurz entfernen und auch nicht. Machen wir es so hier. Sieht stabil aus. Weg. Verschmutzungen. Muss alles sauber werden. Sieht auf dem Minimap fast wie so wie Spinnen aus, wie Spinnennetze. Wie weit geht das Gelände eigentlich noch? Da sind wir hier noch beschäftigt. Und weiter so rumbauen. Sind wir da noch eine ganze Weile beschäftigt. Das passt auch. Diese Kisten halt nicht zufällig irgendwo im Raum rumstehen. Und dass da so ein bisschen Barrikaden gibt. Das macht schon Sinn. Aha, Couch, okay, jetzt machen wir hier. Jetzt wieder ein bisschen auf dem Schießbereich, aus dem Schießbereich raus. Machen wir hier mal kurz einen Prozess. Yay. Brennen wir die Couch. Da braucht schon das Geld. Wir müssen noch was geben. Versuche es ja hauptsächlich mit der Minimap inzwischen. Nicht zielgerichteter probieren. Den Schmutz zielgerichteter ausschalten. Schmutz muss weg. Ein Esstisch.
Ja. Hier soll also gegessen werden. Zwei von der Sorte. Platz hier erstmal. Und schau dann, wie ich es umsetze. Okay, in die Küche. Ach, Sessel. Wird wieder ein Wartraum-Thema. Oder sollen den Tischen diniert werden? Erstmal kaufen und platzieren. Ein Sofa. Dass man sich gut ausruhen können, nachdem man hier sich durchgekämpft hat. Ein Fernseher. Kann man sich angucken, was die anderen da drin treiben. Zwei Fernseher sollen sein. Lampen, bis dunkel wird nachts. Eine Kaffeemaschine, das Wichtigste. So könnte man fast so anbieten. Die Tische zueinander schieben. Da drumherum kann man sich platzieren und da wird dann Essen ausgestellt und dann kann man hier sich an den Rand setzen. Schleuse. Da geht's raus. Das war der Eingang. Das ist ein Hinterhof. Ach du Scheiße. Hier war der Eingang. Wollen wir den Hof noch auf? So können wir Rasen entfernen. Ich dachte, das machen wir mit einem Rasenmäher, aber ist auch eine Lösung für den Vorgarten bei uns im Büro. Alles weg. 82% sagst du. Ah ja. Verschmutzung. Ah so. Ich dachte Müll. Jetzt noch ein bisschen Müll überlebt. Ist ja auf der Minimap noch nicht mal ein bisschen Müll, ein bisschen Schmutz. Ich hoffe, der ist alle. Schade.
irgendwo noch eine Verschmutzung. Ich sehe keine, mir wird auch keine angezeigt. Das ist nur ein Stück Gras. Ich muss hier nochmal durch. Das ist eine Toilette. So, hier in Deckung gehen. Zack. Ducken. Gehen wir zurück, hier wird zurückgeschossen. Die Musik passt sehr gut dazu. In die Ecke gedrängt. So, sehr gut. Die Deckung suchen. Kann man sich das Ganze nochmal jetzt Video und hier nochmal kann man sich live an, was da drin läuft. Am Kaffee trinken und in Ruhe eine Pause machen. Hier im Innenhof. Im Innenhof an Rauchen gehen. Nee. Rauchen ist scheiße. Oh, ein Baum. Dann sage ich mal 99%. Ja, reicht. Auftrag beenden. Den Flammenwerfer jetzt auch hier, oder? Ist allerdings leer. Gut, wir brauchen Ausrüstung. Anforderungen der Aufträge. Okay, wir machen die Aufträge leichter. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die man sich setzen sollte. So, wo können wir jetzt Zeugs kaufen? Unseren Grafen und so einen Grafen und so unseren Garten, unseren Grafen verbrennen können, ja genau. Den Garten. Zubehör. Stoff für Flammenwerfer. Oha. Das Zeug ist teuer. Das Zeug sehr viel Müll. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal den Rasenplatz. Rasen hier gibt es im Spiel nicht, aber wir sind ja auch in Amerika. Zu mähen, wo man Feuer hat. Nicht die Bude abfackeln. Wir brauchen mehr als zwei. Der ist Müll. Hier steht ganz viel Müll rum.
hier noch Sachen bauen. Wenn ich hier, glaube ich, endlich Wände aufbauen und das Ding vergrößern. Das die ganze Zeit wollte. Ja. Trizeps. Können wir nur drin platzieren. Okay. Die ist doch schon sauber, die Hälfte. Ist es dann irgendwo noch so ein kleines Grasbüschel steht? Was dann später heißt, kannst du hier nicht bauen, da ist ein Grasbüschel im Weg. Kein wildes Gras mehr. Kein hohes Gras, keine wilden Pokémon mehr. Oh nein, die teure Statue. Verdammt. Ah, wir haben genug Geld. Okay, Wände können wir nicht. Das Haus können wir nicht abfackeln. Gut zu wissen. Wunderbarer Ski. Jetzt machen wir das aus größer. Okay, kann man nicht verbrennen. Das ist Grundstücksbegrenzung. Bisschen Feuer weckt. Oh, ich hab den Schrank verbrannt. Ach, was soll's. So, jetzt müsste man hier Wände bauen können, oder nicht? Wie sieht das aus?
Und somit konnten wir hier mal Wände bauen. Jetzt will ich doch aber, dass das geht. Nur im Haus. Aha. Dann können wir ja gleich ändern. Was finde ich denn zum Beispiel jetzt hier? Das Bild mal entferne. Hier die Wand durch Stahl. Interessant. Ist überhaupt nicht möglich. Müssen wir uns wohl ein neues Grundstück kaufen. So, können wir mal das Gemälde wieder ranhängen. Couch ist auch verschwunden. Was ist denn hier los? Bin ich versehentlich verbrannt? Ist nicht die Couch, die ich hatte? Gut. Da kümmern wir uns später drum. Joa. Lichtergasse, da könnten wir noch was machen. Ich weiß aber nicht so recht, ob ich da noch heute weitermachen will. Eine Bude suchen, die wir für uns erstellen können. Lichtergasse machen wir gerade für Kunden. Ein ganz großes Haus, eine große Villa. Ein Haus am See. Die, in der man einziehen sollte. Onkel vom Onkel, das wäre doch was. Ah, hier die Schneewelle, die wäre auch mal was. Ein Haus auf dem Mond, können wir noch nicht leisten. Eine Burg, eine fucking Burg. Da könnte man mal viel sparen. 447.000. Was finde ich alles verkaufen würde. Für 100.000 würde ich wahrscheinlich nicht kommen. Das ist ein bisschen viel, ne? Ich glaube, die Einrichtung hat schon einiges gekostet. Ich will es nicht riskieren. Aber die Burg, das wäre schon der Hammer. Irgendwann eine Burg zu errichten. Okay, ich würde sagen, da wir uns ein neues Büro kaufen wollen, verkaufen wir mal alles, was hier steht. Gucken, was wir dadurch kriegen. Wahrscheinlich nicht viel. Das habe ich auch billig gekauft alles. Okay, ich komme nicht mehr raus. Komme nicht
ich mal auf die 100.000. Das Zimmer ist noch nicht mehr aus. Okay, ich denke, wir können das Haus jetzt verkaufen hier, das Grundstück. Kann man nicht verkaufen? Schade. Das andere noch plündern gehen. Das will ich mir erstmal noch aufheben. Das will ich noch nicht plündern. Da wollen wir auch nichts rauskriegen. Jetzt haben wir gerade 10.000 daraus gekriegt. Aus dem hier. Na gut, das ist nicht nichts, aber. So. Eine richtig große Villa kriegen wir damit noch nicht. Für 99.000 kriegen wir hier das mit Bunker. Rosa Königreich. Der Bunker von Onkel kostet 125. Das könnten wir fast schaffen. 115 das alte Haus mit Bunker. So ein Bunker wäre schon toll. Da uns eins zu kaufen. Hältst du aus dem Dunkel, das wäre schon ein Ding. Eigentlich müssten wir für die Bauch sparen. Das wäre schon heftig. Was ist, wenn wir das verkaufen? Hätte zwar Bock, das noch weiterzumachen, aber. Dann lass ich nicht plündern, sondern verkaufen. Können wir höchst bieten dann. Ich meine, es ist noch halb fertig. Hier ist leer. Was könnte man dafür kriegen? Vielleicht in das Haus verfügt über. Okay, vielleicht kriegen wir da, wie viel brauchen wir? 120, so 115 mal das eine Haus mit Bunker. Donald, du den Teil. Das sah fast gut aus. Gewinn 10.000, wow, okay. Das bringt uns, glaube ich, weiter. Kann man verhandeln. Brauchen viel. Okay, haben wir es jetzt einfach angenommen, ohne zu verhandeln. Das ist dumm. 151.000, ja, das ist sehr gut, das ist immerhin etwas. Kann ich hier mal rein? Nein, ich komme hier nicht mehr rein. Brauchen wir eine billige Tür. Hundertfünfzig haben wir jetzt. Dann können wir sogar das schon kaufen. Der Bunker vom Onkel. Mit einer Vorgarage hier zum. Eine Anfahrt.
Ist aber trotzdem ein kleines, bescheidenes Haus. Okay, schau noch mal. Zimmer 404. Okay. Hat was? 150. Ein Strandhaus wäre auch toll. Ich sagte eigentlich, müssen wir für die Burg sparen. Ist zu geil. Okay. Das Haus mit Bunker. Da finde ich die Antwort aber hier schon prägnant. Ich glaube, das sieht doch gut aus. Haben wir zwar erstmal kein Geld zum Sachen bauen, aber kaufen wir das Haus. Bauen wir es erstmal auf und dann richten wir es ein. Mit dem Geld aus den nächsten Aufträgen, die wir bekommen. Und jetzt wieder fast pleite. 25.000. Oh, wie armen. 25.000. Jetzt mehr als hier auf dem Konto in Real Life haben werde. Da muss natürlich der Rasen nochmal verschwinden irgendwann. Ach du Scheiße. Sieht natürlich erstmal scheiße aus. Und hier die Antwort. Hat schon was. Kann man ein Auto hinstellen und irgendwann mal eins kaufen. Hier geht's runter in den Bunker. Ein geräumiger Bunker. Steht im Weg. Wird verkauft. Wo kommen wir denn da raus? Ah, der Keller. Sehr praktisch. Die Küchenzeile, ja, hier könnten wir uns mal ein Bad. Da machen wir uns was Nettes draus. Machen das zu einem Büro. Und bauen das schön um. Mit Bett, mit allem. Das war mehrere Zimmer hier. Ein relativ kleines Bad, das kann man auch vergrößern. Großes Bad wäre mal ein Anfang. Da müssen wir mal hier ein bisschen. Müssen wir mal schauen, wo man Wände einreißen kann. Das Bad, da könnte man doch das hier zum Bad machen. Das zur Abstellkammer. Kann man ja mal gucken. Ihr seht es auf der Map, hier ist sehr viel Trick los. Joa. Wo soll ich anfangen? Und Bäume. Die Außenwand muss auch mal gemalert werden. Wo gab es nochmal die Option, dass wir das hier zum Haus machen können? Büro hierher versetzen.
Du hast gerade ein neues Büro ausgewählt, aber nun wird das dein neues Büro sein. Es reicht aus, wenn du den Platz wählst, wo dein Laptop stehen soll. In das alte Büro kannst du jederzeit wechseln, um es mit Profit zu verkaufen. Ah ja. Müssen wir dann noch was hinbauen? So ein Fehler, den Laptop hier hinzustellen. Können wir aber noch verschieben. Im Bunker. Das wird das Schlafzimmer. Dann haben wir das Arbeitszimmer. Dann bleibt das doch das Klo. Ich denke, hier werden wir ein Arbeitszimmer draus machen. Können wir hier ein geräumiges Schlafzimmer machen. So, der Müll muss weg. Kakerlaken. Couch muss sowieso weg. Hier alles weg. Verdammt. Ja, den Staubsauger. Was soll denn Mist? Frustrierend. Die Kakerlaken sind feuerfest. Einen Staubsauger aufsaugen. Ich hätte so keine Glasstücke wohnen aufgesaugt. Das ist keine so gute Idee. Kakerlaken aufzusaugen. Kann man doch bestimmt daraus. Ich habe mal gehört, dass man alles gibt hier, so was, also zum Beispiel Spinnen und so, sollte man schon nicht aufsaugen. Weil die eher, wenn die dann Eier drin legen und dann wach. Ja, Kakerlaken habe ich auch deaktiviert. Du hast gewachsene Phobie davor. Weil in dem Spiel bewegen die sich, glaube ich, auch. Deswegen könnte ich das nicht. Da würde ich Anfälle kriegen. Wenn ich dann auch noch aktiv hier aufsaugen müsste. Ich hier auf das Klo geschissen.
Fenster müssen dann auch noch geputzt werden. Und das sind zwar Schrecken geschissen. So schaue ich mir eh nur. Das auch, das auch. Laut Anzeige ist jetzt hier sauber. Laut Minimap. Da müssen wir mal die Wände nochmal neu machen. Sie muss leider weg. Okay, da ist das Bett noch stehen, damit ich da noch weiß, dass ich im Bett rennen soll. Im nächsten Stream im neuen Jahr. Dann noch eine Idee von dem Plan habe. Ich stelle gleich ein neues rein. Ist sauber. Dann Bett. Standesgemäßes Bett hier reingepackt. Das muss aber noch. Bis zur Wand. Sehr schön. Jetzt können wir nochmal verrückt werden. Das Bett schon eingerichtet. Okay, ich brauche einen Tisch. Schreibtafel, oha. Richten wir hier eine Schule ein oder was? Ich glaube, das war die wir hier von der anderen Bude hatten. Stelle ich erstmal hier hin.
Sauber machen. Das ist das Wichtigste erstmal. Einrichten machen wir nächstes Mal. Im neuen Jahr. Dann auch hoffentlich unverschnupft. Hier haben wir eine Abstimmung. Achso, nee, das ist das. Der Weg in den Bunker. Oh je. Den Bunker kriegen wir heute nicht sauber. Jetzt muss auf der Etage hier alles sauber, auch wenn es nicht so aussieht. Den Bunker, ach du Schande. Den machen wir, glaube ich, nächstes Mal ja noch. Da geht's raus. Gut. Jetzt brauchen wir wieder Flammenwerfer Zeugs. Das muss natürlich auch schön aussehen hier. Garten. Die Kunden oder Gäste kommen. Das ist doch hier nicht hohes Gras. Sollen doch hier keine Pokémon rumlaufen. Check. Und die Büsche hier machen wir so weg. Das sind Dinge, die ich nicht wegkriege oder was? Ich gehöre dazu. Das Gebüsch kriege ich nicht weg. Zumindest noch nicht. Ja. Nein, stinkt in der Tür. So Hinterhof hübsch machen. Das war mir klar. Die
Okay. Da braucht es wohl ein bisschen mehr als 4 Flaschen. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Nur 5 Flaschen, eines ist vom PC. Hinter Mikro. Kleiner Büschel. Oh, endlich habe ich meinen Hintereingang. Auch nett. Fast. Ist ja bedrückend. Die werde ich nicht mehr brauchen. Jetzt habe ich zu viel gekauft zum Scheiß. Müssen wir aufheben. Jetzt machst du mal wieder was brennen will. Oder wen? Dass das Gras nachwächst, was ich wirklich hoffe. Nachdem man das gerodet hat. Wächst hier so schnell, glaube ich, gar nichts mehr. Auf verbrannter Erde wächst nichts mehr. Dann werde ich auch noch die Büsche los. Jetzt habe ich auch noch irgendwo einen Auftrag für. Ach, jetzt habe ich sie beide alle verkauft. Warum hängen hier 3 Lampen am Bad? Das erste Mal duster hier. Richten wir beim nächsten Mal neu ein. Gehe zuerst ins Büro. Da jetzt irgendwas reinzustellen wäre ja Blödsinn. Und da könnte man einen höheren Preis kriegen, aber. Kaufen wir es billig. Krieg ich jetzt keinen Müll? Wer will es haben? Familie Jürgens. Negative Meinung, negative Meinung.
Erhöhung des Preises um. Können ja mal dreist sein. Springen wahrscheinlich alle ab. Mist. Nehmen wir an. Gerade ausreichend. Ja, haben wir das Schrotzding verkauft. Und 42.000 auf dem Konto. Und wir haben keinen Ort zum Hingehen. Aufträge haben wir noch 5. Jetzt kommen glaube ich auch keine neuen mehr. Dann können wir uns um das Haus hier kümmern. Machen wir schon parallel. Nächstes Mal fangen wir mal mit Bunker aufräumen an und richten dann das Haus ein und nehmen mal weitere die letzten Aufträge an. Können wir noch ein paar Streams brauchen, die letzten Aufträge zu machen. Ja. Na dann. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen angenehmen fristigen Abend. Und ja, mal schauen, wann ich das auf YouTube hochlade. Ich schaffe es heute noch, wenn ich schnell bin. Wenn das Internet nicht zu scheiße ist. Ja, ansonsten. Bis Montag, bis morgen. Auf Twitch. Oder auf YouTube mit dem nächsten Video. Ja, haut rein.